Moin, moin Welt, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich auf meinem Kanal und freue mich tierisch, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute einen Haul für euch. Ich war einmal bei DM, weil ich unbedingt eine LE haben wollte, von der ich großer, großer Fan bin. Und ich war bei Rossmann und da durfte natürlich auch das ein oder andere mit. Ich fange mal mit Rossmann an, dann kriege ich hier vielleicht ein bisschen mehr Luft oder auch nicht. Ich habe die Tasche neben mir stehen. Und hoffe, ihr habt Bock und Zeit und wir legen mal los. Ich habe den Bon hier liegen. Ich hoffe, ich finde die Produkte relativ schnell preislich, damit ihr auch wisst, falls ihr jetzt irgendwie was seht, wo ihr Bock drauf habt, euch das auch zu kaufen. Dann wisst ihr gleich, was es kostet. So, ich fange an mit dem größten Produkt und zwar durfte mal wieder Toilettenpapier mit. Motiv-Toilettenpapier, Kids-Toilettenpapier von Alouette. Ja, die anderen, nee, die hatten sonst gar kein Motiv-Toilettenpapier im Moment da. Genau, so war das. So, 2,79 Euro kosten diese 6 Rollen A 200 Blatt. So sieht die Verpackung einmal von außen aus. Und da ich meinen Toilettenpapierhalter eh nachfüllen muss, gucken wir uns doch mal so eine Rolle genauer an. Ich stehe ja total auf Motiv-Toilettenpapier. Und ich habe gedacht, Frühling, Sommer passt das doch ganz gut. Wir haben hier, hat das einen Duft? Nee, das hat keinen Duft. Einmal ein paar Vögelchen, eine Pflanze, ein Gecko ist mit drauf. Ein T-Shirt und nochmal so ein paar Pflanzen. Und ein Elefant. Oh, wie süß. Guck mal, ein Elefant mit einem Vogel auf dem Popo. Cool. Da freue ich mich drauf, das Toilettenpapier zu benutzen. So, ich bin mit dem immer ganz zufrieden. Das ist nicht zu hart, nicht zu weich. Ja, was soll man zu Toilettenpapier sagen, ne? Dann habe ich mal wieder im Moment mein Favorite Spülmittel mitgenommen. Und zwar von Frosch Duft Himbeere. Und es riecht wirklich fantastisch nach Himbeere. So dass ich mir dann auch den WC-Reiniger holen musste, der auch ganz toll nach Himbeere riecht. Dieses Geschirrspülmittel kostet 1,85 Euro. Ist unfassbar ergiebig und wie gesagt, das riecht einfach sowas von lecker. Es reinigt richtig, richtig gut, auch mal so fettigere Pfannen oder so. Also ich kann wirklich nur Gutes davon berichten und bin happy, dass ich das mal ausprobiert habe und mir kommt jetzt nichts anderes mehr an mein Geschirr. Schon wieder Katzenhaare hier überall rumfliegen. So, eine Zahnbürste durfte mit von Procudent. Und zwar die mittlere Variante mit X-Kontrollborsten in Blau. Sie hatten sie nur in Blau und in Grün. Und das Grün fand ich jetzt nicht so cool. Es gab sie mal so in Grau und das fand ich ganz, sag, irgendwie recht stylisch aus. ja, die ist halt so ein bisschen durchsichtig. Ich finde, die sieht irgendwie cool aus. Macht aber auch einen guten Job, davon abgesehen. Und die kostet 79 Cent. Dann geht es weiter. Ja, das Produkt habe ich bei der lieben Nadine vom Kanal Moldavid gesehen. Bitte schaltet dort unbedingt gerne mal rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Hinterlasst ein bisschen Liebe und einen Gruß von mir. Denn ich brauchte wieder Sonnencreme. Und die haben jetzt was Neues. Und zwar sind das eigentlich mehrere Phasen, die ihr da benutzen könnt. Das erste ist, glaube ich, ein Spray gewesen, was ihr aufsprüht. Dann kommt dieses Produkt, was ich jetzt mir geholt habe. Nummer 2, Step Up von Sun Ozon. Ist das das Sonnenfluid Vitamin, Lichtschutzfaktor 50. Brauche ich definitiv. Also meine Hautärztin hat mir gesagt, ich darf eigentlich nicht wirklich, eigentlich am besten gar nicht in die Sonne gehen. Aber wir wissen alle, selbst wenn die Sonne nicht richtig scheint, ist sie trotzdem da. Deswegen brauche ich immer 50. UVA, UVB-Schutz, Vitamin C und Algenextrakt haben wir hier drin. Das Ganze ist wasserfest, was ich auch sehr praktisch finde. Und man soll das eher fürs Gesicht, Hals und Dekolleté benutzen. Und ich finde es gut, dass es so eine kleine Verpackung ist, weil ich bis jetzt immer Sonnencreme einfach weggeschmissen habe, weil ich es nicht geschafft habe, sie aufzubrauchen. Denn ich gehe nicht wirklich so richtig dolle
in die Sonne. Aber das Teilchen hier möchte ich mal ausprobieren. Und auf jeden Fall werde ich das unter meiner normalen Gesichtscreme benutzen. Denn ich habe keine Gesichtscreme mit Sonnenschutz. Gibt es natürlich auch, habe ich aber nicht. So, 4,99 Euro hat das kleine Schätzchen hier gekostet. 50 ml sind da drin. Es ist jetzt, naja, für Sonnenprodukte eigentlich normaler Preis, würde ich fast sagen, ne? Die sind ja immer relativ teuer. Der dritte Step weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, welcher der dritte Step ist. Aber ich muss auch sagen, es gab nur noch eins davon und eins Lichtschutzfaktor 30. Alles andere war komplett ausverkauft. Also scheint das ja irgendwie gerade sehr gehypt zu sein. Keine Ahnung. Ja, hat eine normale Sonnencreme-Konsistenz. Und dann gucken wir noch mal, ob das Ganze auch schön duftet. Ja, angenehm. Also nicht so typischer Sonnencreme-Geruch. Es ist eher geruchsneutral, muss ich sagen. Und es zieht super schnell ein. Ich habe nicht das Gefühl, hier ist so... Nee, das ist schon weg. Also weiß ich auch, dass ich das super gut unter meiner Tagescreme benutzen kann, ohne dass so Würste entstehen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also das macht einen guten Eindruck. Es klebt nicht. Es ist, wie gesagt, schon komplett weg. Gezogen und da bin ich gespannt drauf, ihr Lieben. Kennt ihr das schon? Habt ihr euch das schon irgendwie geholt? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. So, die Sonne kann also kommen. Dann geht es weiter mit meiner Lieblingszahncreme. Die waren nämlich alle von Theramed. Das Zahnpasta Gel, original frisch. Da schwöre ich drauf, es kommt mir eigentlich keine andere Zahnpasta in den Sinn, es sei denn, ich habe mal welche in den Boxen. Da bin ich auch gerade am Aufbrauchen, weil ich mal Zahnpasta in Boxen hatte. Und das muss ja auch irgendwie weg, aber die ist einfach für mich unschlagbar. Sie kostet 1,15 Euro und die ist richtig ergiebig, sie schäumt gut. Ihr braucht davon wirklich nur so eine kleine Schicht über der Zahnbürste. Die macht einen super frischen Atem, also ich bin von der einfach total begeistert. Ja, dann, wer meinen Kanal kennt, der weiß, eigentlich habe ich kürzere Haare. Im Moment kriege ich sie zusammen. Ich habe zwar jetzt auch einen Friseurtermin, da sollen wieder ein bisschen die Spitzen geschnitten werden, aber ich glaube, ich habe mal Bock, meine Haare wachsen zu lassen. Deswegen habe ich heute mal drei Haargummis mitgenommen, und zwar von Invisibubble für Kids. Die waren im Angebot, deswegen habe ich zugeschlagen. Und ich habe die von Rossmann, da gibt es so schwarze, die auch so aufgemacht sind. Auch die kleinste Größe, und die Größe stimmt fast überein. Deswegen habe ich mir gedacht, bei meinen dünnen Haaren und meinem kleinen Schwänzchen da hinten sollten die Kids auch gehen. Das ist die Rainbow Edition. Und die hat jetzt im Angebot gekostet 2,90 Euro. So sieht einmal die Verpackung aus. Und ich bin schon ganz gespannt, ob mir die dann passen. Aber wie gesagt, ich habe sonst diese schwarzen von Rossmann, und die haben dieselbe Größe, also wird das auf jeden Fall passen. Ich zeige euch die einmal so, die Rainbow Edition. Natürlich auch super putzig, ne? Da bin ich ganz froh, dass ich nur so dünne Haare habe. So ist einmal der Durchmesser. Wie gesagt, wer Kinder hat oder selber dünne Haare, rennt zu Rossmann. Die gibt es da gerade im Ausverkauf. Es war auch die vorletzte Verpackung. Also die finde ich ganz, ganz hübsch gemacht, ja. Bin gespannt. So. Dann geht es weiter mit Isana Reinigungstüchern. Eine Limited Edition gibt es dort gerade mit dieser zuckersüßen Giraffe drauf. Diese hier nehme ich immer in der Tat wirklich nur zum Swatches entfernen. 95 Cent. Kostet diese Packung, und wie gesagt, das kommt gleich hier oben im Schrank für meine Swatches.
zum Entfernen. Dann gibt es aber Reinigungstücher auch von Isana, die in meinem Gesicht funktionieren. Ich habe da eigentlich schon alle Sorten durchprobiert und die meisten, wie gesagt, von Isana sind immer bis jetzt nur für Swatches geeignet gewesen, weil sie einfach zu trocken waren. Aber diese hier, die funktionieren komischerweise bei mir im Gesicht sehr gut. Kosten auch 95 Cent. Und die grünen hier, wie gesagt, also wer die mal ausprobieren will, die funktionieren bei mir ganz gut. Ich nehme ja eigentlich immer, da können wir gleich mal weitermachen, für die Augen erstmal diesen Augen-Make-up-Entferner, auch von Isana. Mit dem bin ich mega, mega, mega zufrieden. Also da kommt mir eigentlich fast kommt mir fast nichts anderes mehr in die Tüte. Das sind hier so zwei Phasen. Und der kostet immer noch unter 1 Euro, ja, 99 Cent. Der kommt bei mir immer für die Augen, weil da reichen diese Tücher auch nicht. Also ich habe das mal versucht, weil es schnell gehen sollte, mit den Tüchern meine Augen zu reinigen. Die kriegen das aus den Wimpern nicht raus. Also da muss ich dann doch immer erstmal den nehmen und dann für den Rest nehme ich dann ganz gerne die Tücher oder auch mal so eine Abschminkcreme von... im Asam habe ich da gerade was noch zum Abschminken. Also manchmal dauert das Abschminken ein bisschen länger mit mehreren Phasen und manchmal geht es eben ganz, ganz schnell. Dann mussten, weil die anderen alle waren, diesmal die Camille feuchtes Toilettenpapiertücher von Alouette mit. Die kenne ich noch nicht. Ich habe ja sonst immer die anderen, aber die waren ausverkauft. Und die kosten 79 Cent. Mit den anderen bin ich sehr zufrieden. Ich hoffe mal, dass das mit denen dann genauso sein wird. Dann durfte mal neues Katzentrockenfutter mit. Meine Katzen kriegen ja zu 99% eigentlich Nassfutter. Aber zwischendurch halt auch mal Trockenfutter. Und da habe ich das mal mitgenommen. Es ist jetzt leider nicht getreidefrei. Also ich habe im Moment bei Trockenfutter immer das Problem, dass ich entweder auf Getreide verzichten darf oder auf Zucker. Aber ich habe bis jetzt noch kein Trockenfutter gefunden, was Getreide- und zuckerfrei ist. Also ich sag mal, zumindest nicht bei den normal sterblich preislichen Trockenfutterdingern. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass sie das A mögen und dass das, weil ich das so wenig fütter, jetzt nicht so arg schlimm ist. Ich habe mir gedacht, diesmal verzichten wir dann halt auf Zucker. Sonst haben wir immer auf Getreide verzichtet. Wir schauen mal. Die Katze sagt lecker. Knusperdinner. Was hat das Ganze gekostet? 1,19 Euro für ein Kilo. Ja, man kann jetzt nicht die Welt erwarten, aber ich habe das mal mit dem etwas teureren verglichen, was so da drin ist. Und die Zusatzstoffe oder die Inhaltsstoffe waren relativ gleich. Bis auf eben, dass bei dem anderen kein Getreide war, aber dafür Zucker. Und von daher wird das jetzt nicht so arg schlimm sein. Dann durfte natürlich auch wieder das Katzenfutter mit von Winston. Da gibt es ja verschiedene Sorten. Ich nehme von jeder Sorte eigentlich immer was mit. Da kostet die Dose 99 Cent. 400 Gramm sind da drin. Hier haben wir einmal Edelfisch, dann gibt es noch Huhn und Pute, glaube ich. Geflügel und Leber. Genau, Geflügel und Leber und Huhn haben wir. Davon durften ein paar Dosen mit. Als nächstes möchte ich mal von Isana einen Reinigungsschaum ausprobieren, weil ich mag eigentlich sehr, sehr gerne Reinigungsschäume und den hier kenne ich noch nicht. Pflegender Reinigungsschaum, sanft und schonend mit Micellentechnologie, trockene und sensible Haut. Sieht so einmal aus, kostete 1,99 Euro. 150 ml sind da drin. Ja, so rieche ich jetzt nichts, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das Ganze so ist. Ich benutze super gerne Isana-Produkte, absolut. Da stimmt für mich bis jetzt eigentlich immer Preis-Leistung und deswegen freue ich mich schon drauf, den Reinigungsschaum mal auszuprobieren. Dann durfte noch etwas Neues mit, für mich Neues mit von Isana, und zwar ein paar Augenpads. Hydrogel mit Hyaluron und Aloe Vera.
Die gibt es vielleicht auch schon länger, aber ich habe die irgendwie heute für mich neu entdeckt. Mit Aloe Vera finde ich mal ganz cool. Die haben gekostet 79 Cent. Genau. Ich weiß nicht, ihr Lieben, sind die neu? Wahrscheinlich nicht, ne? Floki krabbelt gerade in die DM-Tüte rein, die schon leer ist. Es geht weiter, ihr Lieben, mit einem Deo-Spray von Isana. Wollte ich mal ausprobieren. Kokos und Vanille. Ich liebe Kokosduft, ich liebe Vanilleduft und da bin ich gleich mal ganz gespannt, wie das denn riecht. Kostenpunkt 75 Cent. So, dann... Oh ja. Oh, lecker. Das riecht wie dieses teurere Vanille-Deo. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Das riecht richtig, richtig stark nach Vanille. Kokos, nee, Kokos riecht meine Nase jetzt nicht so wirklich. Also es ist eher vanillelastig, aber wer so auf Vanille-Deo steht, also das kommt dem sehr, sehr ähnlich, dem etwas teureren Vanille-Deo, kann ich nicht anders sagen. Cool, da freue ich mich drüber. Ja, eingekauft habe ich meinen Blauspüler von Domol, den WC-Duftstein. Wer meine Aufgebrauchts kennt, der weiß, dass ich auf diesen Duftstein schwöre. Er kostet immer noch 69 Cent. Ich hoffe, das bleibt auch so. Er ist mega ergiebig und macht das Wasser immer schön blau, macht eine gute Reinigung. Also ich bin mit dem Teil total zufrieden. Ja, dann habe ich ja so eine Kaffeepadmaschine. Da mag ich ganz gerne zwischendurch mal von Laudatio die Kaffeepads, die es bei Rossmann gibt. Kaffeecreme habe ich mitgenommen. Es gibt noch normalen Kaffee, sage ich mal. Diesmal durfte Kaffeecreme mit. Und die sind auch nicht ganz so teuer. Das trinke ich auch immer nur mal zwischendurch, so eine Tasse, wenn es mal schnell gehen muss. Weil, sind wir mal ehrlich, also so wirklich super geil schmeckt dieser Kaffee jetzt nicht. Aber für mal eben schnell ist es okay. 1,59 Euro kosten die Teilchen. Und wie viel sind da drin? 16 Pads. Ja, finde ich okay für den Preis. Steht der Kaffeelust nichts mehr im Wege. So, da ist noch alles Katzenfutter. Katzenfutter, Katzenfutter. Zwei Produkte habe ich noch von Rossmann. Genau, so, und zwar einmal von Isana auch etwas. Das war in einem extra Aufsteller, da gab es auch mehrere verschiedene Produkte von dieser Serie. Und zwar aus der Argan-Serie Handlotion mit Arganöl. Mit Arganöl, Arganöl, so heißt es richtig. Liebe Grüße an Sophie, meine Sprachexpertin, Mrs. Muffin Make-up. Wenn ihr da mal Bock habt, schaut gerne mal vorbei. Arganöl, genau, eine Handcreme. Jetzt habe ich schon die Sonnencreme auf meinen Händen, aber egal. Und zwar fand ich das ganz cool, dass man hier dann mal so einen Pumper hat. Das ist ja irgendwie ja, auch mal ganz nice. Und dann bin ich mal gespannt, ob das wirklich so schnell einzieht, wie auf der Verpackung steht, wie das Ganze riecht. Ich habe jetzt mal zwei Pumpstöße genommen. Und das ganze Teilchen kostet 1,99 Euro. Das riecht aber angenehm. Auf jeden Fall, der Duft ist sehr, sehr angenehm. Ja. So, dann gucken wir mal, ne? Also Hände und Nägel sind im Moment unfassbar trocken und die Nägel brechen mir nur so weg. Also da muss ich heute auch unbedingt ran und die mal ein bisschen absolut so kurz machen, wie es nur geht. Oh ja, es ist schon weg. Es klebt nichts. Der Duft ist angenehm. Ich bin gespannt, wie die Pflegeleistung sein wird. Also das finde ich eine tolle Sache. Pflegender Ölkomplex. Ja, vielleicht, diese Serie gibt es schon eine Weile. Ich habe sie schon eine Weile bei Rossmann gesehen. Vielleicht habt ihr ja von der irgendwie das ein oder andere Produkt auch schon ausprobiert. Wie gesagt, also der Duft ist jetzt fast weg, aber das stört mich auch nicht weiter. Das ist komplett eingezogen. Das finde ich immer ganz gut und wichtig, dass das schnell geht. Und ich bin gespannt,
wie die sich so macht. Ja, ihr Lieben, das letzte Produkt von Rossmann zumindest ist von Reval de Loupe. Ein Liquid Lipstick für 2,99 Euro. Hydro und Satin Matt in der, das war die 02, ne? Move, ja, in der 02. Nämlich auch die liebe Sophie, die hat mich ja jetzt letzte Woche besucht und sie hat ja von Maybelline immer diese Liquid Lipsticks in allen möglichen Farben und da hatte sie an dem Tag auch einen von drauf. Und ich finde das immer so toll, ne? Und die halten ja nun wirklich ewig von Maybelline da. Also da kann man wirklich essen und trinken, alles mit. Der war bei ihr abends immer noch so wie morgens, als sie kam. Und da habe ich sie mal gefragt, Mensch, weißt du irgendwie nicht eine andere Marke, die wegen Cruelty Free jetzt bei mir in dem Falle, die auch so eine Liquid Lipsticks machen, die gut halten, lange haltbar sind. Und da sagte sie, Manhattan. Aber da waren wir uns beide nicht sicher, ob die cruelty-free sind mittlerweile. Vielleicht wisst ihr es ja dann gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt aber deswegen erstmal von Reval de Loupe einen mitgenommen. Das war auch die einzige Farbe, die mir gefallen hat. Ich bin da ja immer so ein bisschen pingelig mit den Farben irgendwie. Und ja, so sieht das Ganze einmal aus. Ist halt so ein schöner Bärenton. Ich finde, der passt zu vielem. Zu vielen anderen Farben ganz gut und ich bin mal gespannt, wie der so ist, ob der wirklich so lange hält. Gucken wir mal. So, ihr Lieben, das war der Rossmann Haul und jetzt seht ihr den Grund, warum ich zu DM geeiert bin. Ich bin ja sonst eigentlich nie bei DM, aber diesmal musste ich es, weil die das noch in der Filiale hatten und ich wollte mir das aber online sichern. Man kann ja online so einen Express-Versand da angeben, dass sie das in der Filiale für einen packen. Euch wird halt angezeigt, ne? Ihr kennt das sicherlich, wie viele Produkte davon noch in der Filiale drin sind. Und dann packen die das für einen und dann könnt ihr das bei der Abholstation einfach rausholen. Und das hat mega gut geklappt. Ich habe das so noch nie genutzt, wollte aber eben sicher sein, dass nicht, dass es angezeigt wird, ja, drei noch in der Filiale, dann kommt Mieze da irgendwann angetapert und dann ist da kein Teilchen mehr von übrig. Ne, schnappt es mir vor der Nase weg, deswegen habe ich das diesmal auf diesem Wege gemacht. Es durfte natürlich trotzdem noch was anderes mit, wenn ich schon mal bei DM bin, und zwar mein Seidenglanz 5 in 1 Haarspray Leave-In-Produkt für meine Haare. Damit bin ich super, super zufrieden. Das macht meine Haare nicht trocken, es macht meine Haare nicht fettig, kann ich nicht anders sagen. Es ist gleichzeitig auch noch ein Hitzeschutz. Also damit bin ich super, super zufrieden. Die haben jetzt ein bisschen wieder mal das Packaging geändert, aber ich habe es trotzdem gefunden. Auch hier habe ich einen Bon für euch. Auch hier habe ich die Preise, wen es interessiert. Und zwar kostet das Teilchen 1,55 Euro. Ist unfassbar ergiebig, hält echt lange, also bei meiner Haarlänge, ne? Ja, das musste natürlich mit. Dann musste ein Spiegel mit in 10-fach Vergrößerung, weil ich einfach nicht mehr so gut gucken kann. Und ich mag es gerne, wenn man dann so einen Vergrößerungsspiegel an seinen normalen Spiegel ran kleben kann mit solchen Saugnäpfen. Und da gab es jetzt mal, es gab lange keine Vergrößerungsspiegel mit so einer Vorrichtung hier. Bei Rossmann nicht und bei DM nicht. Und meine Mutter hat letzte Woche, glaube ich, sich da diesen Spiegel geholt, hat mir den Tipp gegeben, worüber ich sehr dankbar bin. Und natürlich durfte der dann heute mit. Den gab es in 3 Farben. Ich habe mich für rosa entschieden. Wie soll es anders sein? Und die sind auch gar nicht so teuer. Ich finde die nämlich sonst immer sehr teuer. Der kostet jetzt 3,45 Euro und ist nicht gerade klein, ne? Also der ist so fast so groß wie mein Gesicht. Und dann kann ich nämlich richtig gut auch mal schauen und genau alles sehen, was ich hier so verzapft habe in meinem Gesicht, finde ich ein super Ding. Genau. Der durfte dann mit. So, und jetzt kommen die Sachen, warum ich hin musste. Ich bin ein absoluter Joker-Fan und dank der lieben Nadine und Sophie habe ich dann auch mal mitbekommen, dass es eine Joker LE gibt. Eine Sister Love von Essence und Catrice. The Joker einmal und einmal Harlequin. So,
Ich habe mich für eine Joker-Palette entschieden und die Joker-Pinsel entschieden, die so daherkommen. Ich packe das gleich nochmal aus, das Teilchen. Und die Farben finde ich natürlich super genial gewählt. Neongrün und Lila geht irgendwie immer, finde ich. Ich finde, das ist eine richtig, richtig coole Farbkombination. Dieser Pinsel ist hier für Liquid Blushes zum Auftragen. Habe ich auch so den einen oder anderen, aber ich glaube, ich werde diesen Pinsel nie benutzen. Für mich, weil ich eben so ein Joker-Fan bin, ist es eine absolute Sammel-Edition. Obwohl ich gestehen muss, die Palette habe ich jetzt doch schon ausprobiert und sie befindet sich auf meinen Augen. Jetzt muss ich mal den Akku wechseln. Bis gleich. So, mit neuem Akku am Start geht es dann weiter. Also er ist richtig schön weich und guckt euch mal diese Farbe an. Ist das nicht cool? Also ich mag die Optik total gerne und wie gesagt, ich glaube, ich werde ihn nicht wirklich benutzen, aber ich war happy, dass ich die noch bekommen habe. Und dann habe ich noch den kleineren Pinsel auch noch mitgenommen. Den packe ich gleich mal aus. Ja, der größere Pinsel hat übrigens, ach, jetzt habe ich, das habe ich natürlich nicht auf dem Bon drauf, weil ich dieses Express-Ding online bezahlt habe. Deswegen weiß ich gerade nicht, was die Pinsel gekostet haben. Also ich glaube, der größere um die 5 Euro, der kleinere hier um die 3, irgendwie so in dem Bereich. Und die Palette kostet 12,95 Euro, die ich euch jetzt zeigen werde. Wie gesagt, ich habe sie eben benutzt, die Palette. Ich muss sagen, auf den Augen gefällt sie mir leider überhaupt nicht so gut. Erstmal hatte ich Fallout des Todes. Ich habe jetzt noch, und das mag ich überhaupt gar nicht, Glitzerpartikel um mein Auge drumherum. Ich habe auch das Gefühl, ich habe ein paar Glitzerpartikel im Auge, an den Wimpern, auf der Brille und hier unterm Auge. Das ist nicht schön. Also wenn... würde ich jetzt sagen, wenn man diese Palette benutzt und diesen Glitzerton benutzt, dann sollte man den Pinsel vielleicht feucht machen. Ich habe es nicht getan, ich habe es mit dem Finger aufgetragen. Wie gesagt, ich war jetzt überhaupt nicht so begeistert. Und von den anderen Farben, die ich benutzt habe, ja, es geht so. Also ich zeige sie euch erstmal. Sie ist jetzt nicht so niegelnagelneu, aber auch noch nicht alt. Also, ja, vielleicht kennt ihr sie noch nicht, dann habt ihr sie jetzt bei mir gesehen. Es gibt sie noch in grün. Ich habe die lila Variante genommen, weil hier schön dunkle Töne bei sind. Und ich hatte mal auch mal mehr Bock auf dunkle Töne, ja. Und optisch ist sie einfach ein Highlight. Und wie gesagt, wenn man so ein Fan ist wie ich, dann ich musste diese Palette einfach deswegen haben. Ich werde sie eh nicht groß benutzen. Ich wollte sie eigentlich... gar nicht benutzen, also wirklich als Sammlerstück irgendwie mir aufbewahren, aber da habe ich gedacht, nee, irgendwie will ich ja doch wissen, wie die Farben funktionieren. Ich wurde halt bis jetzt so ein bisschen enttäuscht. Wir haben einen Spiegel mit drin und das sind dann einmal die Farben. Ich finde die Prägung mega, also die finde ich richtig klasse. Ihr seht es vielleicht, ich habe durch die Benutzung leider die Prägung schon so ein bisschen abgetragen. Das ging leider relativ schnell. Ja, Floki, du musst jetzt mal hier runter, das geht jetzt nicht. Der Tisch ist einfach zu voll, da kann ich nicht noch einen Katzenschwanz in meinem Gesicht haben, so. Ich habe diese Farbe benutzt, ich habe das Dunkle benutzt, diesen Glitzerton hier, das Gelb und das helle Blau. Dieses helle, nee Quatsch, ich habe das genommen, genau. Da ist ja ein bisschen Grün und Lila mit drin. Ich habe extra von oben bis unten mit dem Pinsel bin ich durchgegangen, weil ich in der, ja, der Hoffnung war, dass dann halt auch irgendwie so ein Mix an Farbe rauskommt, aber ich hatte nur Blau auf dem Auge. Also bei dem hatte ich eigentlich genau die gleiche Farbe wie diese hier. Fand ich nicht so toll. Dann, wie gesagt, hat es gebröckelt, alles ohne Ende. Gut, ich habe auch nicht abgeklopft, weil ich glaube, wenn ich abgeklopft hätte, hätte ich fast keine Farbe auf dem Auge gehabt. Hatte ich nicht noch, nee, den hatte ich euch gezeigt, ne? Also den habe ich auch noch benutzt. Und diesen hier auch noch.
Ja. Die anderen Schimmertöne, ich meine, ich habe sie jetzt ja eh schon benutzt, kann ich euch ja noch mal swatchen. Die sind super cremig, überhaupt keine Frage, aber wie gesagt, also die haben, das hat sowas von abgebröckelt und das finde ich einfach überhaupt nicht cool. Und das ist auch so ein komisches. Ja, also die oberste Schicht lässt sich da ziemlich abreiben hier bei diesem hellen. Ja, das soll so, ist so ein Holo-Ton irgendwie und der daneben auch. Also da ich jetzt da eh schon reingelangt habe, werde ich die sicherlich alle dann doch irgendwie benutzen. Oh ja, naja, okay. Wenn man da ein bisschen rumreibt, dann sind diese helleren Holo-Töne schon nicht so schlecht. Ja, der ist ganz cool hier so. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie. Ist die Kamera das ganz gut? Also der hier ist das wirklich nicht verkehrt, dieser Holoton. Auch die anderen Schimmertöne sind halt lila Schimmertöne. Es ist nichts, was die Welt noch nicht gesehen hat. Ist aber auch schwierig, wenn man irgendwann eine bestimmte Anzahl an Paletten zu Hause hat. Wie gesagt, mir ging es eigentlich hauptsächlich darum, weil ich ein Fan bin, wollte ich diese Palette und die Pinsel haben. Es ist ja nun mal ein Hobby von mir und das wird es auch immer bleiben, auch wenn im Moment weniger Videos kommen. Ist das ganze Gedönsel trotzdem mein großes Hobby und ich werde nicht aufhören damit. Ja, aber wie gesagt, also auf dem Auge umhauen tut sie mich nicht. Dann war es noch so mit dem Verblenden. Genau, bei dem hellblauen, das war der helllila, ne, den ich benutzt habe, ne? Ja, ich habe den hier benutzt noch. Ich wollte es eigentlich gar nicht wegen der Prägung, aber gut. Und man hat ihn so aufgetragen und als ich ihn verblenden wollte, war er halt weg. Dann musste ich wieder aufbauen. Also ich musste unwahrscheinlich viel aufbauen, damit man dann überhaupt irgendwie was auf dem Auge hat. Ich kann euch ja mal ranholen. Da seht ihr vielleicht ein bisschen mehr, ne, diesen Schimmerton. Und also wie gesagt, das Augen-Make-up hat ein bisschen gedauert, muss ich dazu sagen. Ich musste mehrere Schichten auftragen, aufbauen, weil es durchs Verblenden gingen die ersten halt immer wieder ab. Und diese Bröckelei. Also ich habe jetzt hier immer noch Glitzerkram und das mag ich überhaupt gar nicht gerne. Ihr könnt mir ja mal, wenn ihr mögt, in die Kommentare schreiben, ob ihr euch für diese LE entschieden habt. Also ich finde sie nach wie vor vom Packaging, keine Frage, ist sie mega. Ich finde die lilane irgendwie auch cooler als die grüne. Und ja, vielleicht habt ihr sie ausprobiert. Vielleicht mögt ihr mir in den Kommentaren einmal was schreiben, wie sie euch so gefallen hat, wie ihr damit klargekommen seid. Das würde mich mal sehr interessieren. Ich werde sicherlich die anderen Töne jetzt auch noch mal ausprobieren, weil sie ja jetzt eh angegrabbelt ist. Und okay, dieser Liquid Lipstick, der lässt sich ein bisschen leicht abreiben. Also, und das mit so einem günstigen Isana-Reinigungstuch. Ich hoffe mal, dass der auf den Lippen besser hält, ihr Lieben. So, ein Produkt habe ich noch, das hätte ich fast vergessen. Ich habe es gerade gesehen, was bei DM mit durfte. Da bin ich ja so selten und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, du hast zwar 100 Duschgele in deinem Wandschrank, aber da ich sonst bei DM nicht bin, durfte mal von Balea eine Dusche mit. Und zwar die Magic Fairy Tale, eine Limited Edition, die, wie ich finde, zauberhaft aussieht. Also da kann man wirklich nicht meckern. Und für 55 Cent, ja, also ohne Worte, ihr Lieben. Gucken wir mal, wie das duftet. Ne? Oh, lecker. Ja, Düfte macht Balea halt auch immer gut, wie ich finde. Und das riecht wirklich lecker. Mit magisch verwunschenem Duft. Ja, das kann man so stehen lassen. Ich finde, es riecht ein bisschen vanillig, aber trotzdem frisch. So würde ich es vielleicht beschreiben. Also eine tolle Frühlingsdusche. Ja, und mit dem Packaging, ne? Guckt euch das an. Also mit dem Packaging, wenn es denn mal scharf stellt, möchte ich mich jetzt auch erstmal bei euch wieder verabschieden. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen. Es wurde mal wieder Zeit, wie ich finde.
Und wie gesagt, die Palette werde ich jetzt noch mal weiter testen und die Handlotion sowieso. Alles andere habe ich eigentlich schon für gut befunden und ich freue mich einfach, wenn ihr wieder reinschaltet und beim nächsten Mal dabei seid. Macht es gut, bis dahin, eure Mieze.